Herzlich willkommen bei Inga in Love with Life. Heute mache ich ein wunderbar gesundes, super leckeres Soulfood-Essen, das in der kalten Jahreszeit schon viele, viele Jahre auf unseren Tisch kommt. Und zwar ein rotes Linsen-Kürbis-Kokosnuss-Curry. Und ich möchte euch in diesem Video zu etwas überreden, also falls ihr das noch nicht macht. Nämlich, dass ihr die wichtigste Zutat von diesem Curry, nämlich die Hühnerbrühe, selbst herstellt. DIY, glaub, nennt man das heutzutage, hat meine Tochter gesagt, do it yourself. Das wäre voll der Trend. Aber als hätten wir das früher nicht gemacht, da hat man es nur noch nicht so cool benannt. Also bitte, bitte jetzt nicht wegklicken, so nach dem Motto, nee, viel zu aufwendig. Das geht nämlich unglaublich einfach und ist so viel geschmackvoller und gesünder, weil ihr auch wisst, was drin ist, als gekaufter Fond oder Instant. Und vor allem, ihr nehmt dazu euren größten Topf natürlich und habt dann mit einmal Kochen gleich ganz viele Liter leckerste Brühe, die man für so viele Gerichte nehmen kann. Hühnersuppe, Hühnerfrikassee, super leckeres Risotto, Risotti. was ich mache, ich mische immer einen Teil davon mit Kokosmilch. Das liebe ich. Und es ist so lecker für Tom Kha Gai, alle Arten von Curries, Glasnudelsuppen, japanische Ramen, Nudelgerichte und so weiter. Also da ist die Brühe schon so lecker, wenn ihr dann nur ein paar Glasnudeln, ein bisschen Blattspinat und ein paar Champignons reintut. Also das ist schon wirklich eins meiner Lieblingsessen. Und easy eingefrieren kann man es auch noch. Außerdem ist Hühnerbrühe gut bei Erkältungen, da sie entzündungshemmende und abschwellende Wirkung hat. Und auch ganz reich an Tryptophan. Und es hilft dem Körper, Serotonin zu produzieren, was ja die Stimmung verbessert. Und das kann man ja in der kalten, dunklen Jahreszeit auch mehr gut als gebrauchen. Also stellt euch vor, draußen ist es ganz kalt, neblig, dunkel, der Regen klatscht an die Scheiben, der Wetterbericht labert irgendwas von überfrierender Nässe, November, aber ihr habt Kerzen an und Wollsocken, das ist gemütlich kuschelig auf eurer Couch und in eurem größten Topf blubbert ein Biohähnchen in richtig viel gesundem Gemüse und Ingwer vor sich hin. Also schon der Duft macht es alles noch heimeliger. Macht's einfach, trust me. Wenn ich jetzt so lange geschwätzt habe, muss das Kochen zack zack gehen. Also das heißt, ihr füllt euren größten Topf mit 8 bis 10 Liter Wasser. Ich habe meinen Huhn schon gewaschen, lasst da immer Wasser durchlaufen und tupf's mit Kleenex ab. Und zeige euch jetzt, was alles in meinen Topf kommt. Die Zutaten, die da reingehören, stehen alle in der Infobox und die tue ich jetzt so einfach alle in einen Topf und dann köchle es eine Stunde und 10 Minuten circa. Zwiebel mit Schale gibt eine schöne Farbe. So, weiter geht's. Jetzt ist 2 Stunden später. Mein Huhn hat eine Stunde und 10 Minuten so sachte vor sich hingeblubbert. Aber ich habe das jetzt noch abkühlen lassen und jetzt kommen wir zum eigentlichen Rezept. Quasi mein rotes Linsen-Kürbis-Kokosnuss-Curry. Ich habe schon geschnitten. Das ist ein Hokkaido-Kürbis. Aber Butternut geht auch in so, ja, was sind es? 2 auf 2 cm Würfel, dann kommen rote Linsen dazu, eine Kokosmilch, Ingwer, Zwiebel, Limette, Knoblauch, Chili und ich habe jetzt heute frisches Kurkuma, aber die Zutaten, die stehen wie immer in der Infobox. Ich schneide jetzt nochmal die Zwiebel, Bratzwiebel, Knoblauch und Ingwer dann in Kokosöl an. Also die frisch gekochte Hühnerbrühe habe ich jetzt hier schon abgefüllt. Ihr könnt es auch alles in einen Sieb oder Seier kippen und es so quasi, so geht es schneller, wie ich es jetzt gemacht habe. Wenn ihr auch ein Hähnchen, ein normales Hähnchen genommen habt, müsst ihr ein bisschen warten, bis es abkühlt. Dann könnt ihr das Fleisch abziehen und beim Suppenhuhn lohnt sich das eigentlich kaum.
Ich fange jetzt mit meinem Curry an. Dazu nehme ich Kokosfett. Darin brate ich jetzt die Zwiebel, das Kurkuma, den Curry und den Knoblauch an. Jetzt kommt der Kürbis dazu. Jetzt habe ich den Kürbis ein bisschen mit angebraten und jetzt lösche ich ab mit unserer selbstgemachten Hühnerbrühe. Dazu kommt noch eine Dose Kokosmilch. Die Gewürze schreibe ich euch in die Infobox, was ganz wichtig ist. Das gab es schon ein paar meinen Rezepten, ist die rote Currypaste. Da nehme ich, je nachdem, aufpassen, die ist scharf. Da müsst ihr ein bisschen spielen damit. Lieber immer weniger und nachwürzen. Das kocht jetzt ein bisschen, bis es kurz fertig ist und dann kommen die roten Linsen dazu. Der Kürbis ist relativ schnell fertig, also meine hat jetzt knapp 5 Minuten gekocht und jetzt streue ich die roten Linsen ein. Auch da aufpassen, die werden ganz schnell, die sind ganz, ganz schnell fertig. Also man muss die kurz aufkochen und eigentlich fast nur ziehen lassen. Immer probieren dazwischen drin, sonst sind sie matschig. Wenn dann alles fertig ist, mache ich den Saft einer Limette noch drunter. Und wie gesagt, ich mag gern Blattspinat, aber wenn ihr Blattspinat reintut, könnt ihr es ganz schlecht am nächsten Tag aufwärmen, weil dann wird der so schwarz. Daher nehme ich den schon klein geschnitten in meine Bowl und gieße einfach das heiße Curry drüber. Ich habe wie immer eine Riesenportion gemacht, weil das kann man gut aufwärmen. Wobei ihr müsst aufpassen, die Linsen, die werden dann ein bisschen matschig. Also man kann es dann auch pürieren, das finde ich fast besser. Und dann müsst ihr noch ein bisschen Brühe zugeben oder man kann es auch ganz toll eingefrieren. Wenn euch mein Video gefallen hat, freue ich mich über Likes und Abos und natürlich auch Kommentare, zum Beispiel, wer von euch tatsächlich die Hühnerbrühe selbst gemacht habt. Habt eine wunderschöne Vorweihnachtszeit und tschüss!